Ja, intelligent. Er dreht sich in Zeitlupe um, deswegen... ich glaube, das war ein Bug. Bug? Bug? Bug. Das war ein Fehler. Da hat die Animation nicht richtig losgelegt. Aber jetzt geht's. Na, geht doch. Ich hab bloß das Gefühl, wir sind ihn nicht los. Und warum hängt hier einfach so ein kaputter S-Bahn-Wagen in der Gegend? Wo sind die Schienen geblieben? Und nochmal, ich glaube nicht, dass wir ihn los sind. Der hat aber die Leute alle aufgesaugt anscheinend. Ja, das Fernsehen saugt euch aus. Eindeutig. Wegen Gründen. Immer. Es sind immer die berühmten Gründe, nicht wahr? Ja, das war doch klar. Er muss den Fall lösen. Er muss halt den Fall lösen und die Leute absorbieren und aufsaugen. Meine ist, er ist schnell und ich bin leider zu doof. Er ist verdammt schnell. Es sah so gut aus. Noch ein kleines Meterchen länger, ne? Tschüss, mach's gut. Du kriegst mich nicht. Niemals. Ja, wie der immer cheatet mit seinen Teleporterkräften. Schlimm. Er ist halt der Slenderman. Und wir sind jetzt tot. Autsch. Autschi. Warum teleportiert er jetzt eigentlich nicht zu uns? Nur so als rein theoretische Frage. Wenn der teleportieren kann, der hätte sich doch hinter uns teleportieren können. Naja. Oh, ein Schema. Six. Guck mal, wir sehen ganz schwach Six vor uns. Sie leitet uns noch. Ach, ist ja süß. Der Schema tanzt. Also... balanciert, so kindlich über die Schiene. Okay, und wir sind kurz davor, echte Probleme zu haben. Ich blende mich mal aus, weil das sieht so cool aus. Es erinnert an das Ende von Teil 1, wo sie den Gang lang läuft, in die Freiheit, zur Luke, wo es nach draußen geht. Nur, dass wir hier schwer verletzt sind und sie damals die Macht, die Kraft plötzlich in sich hatte. Oh, ist das cool. Es ist ein ganz cooles Spiel. Also die Bildgewalt von dem Spiel ist geil. Ich bin gespannt, wo wir landen. Wir landen draußen. Ein Gully. Wir sind wieder in der Stadt. Es flackert.
Oh nein. Wir wollten ihn bekommen. Wir haben es nicht geschafft. Der Junge, oh, er tut mir gerade richtig leid. Was hätte ich machen müssen? Hätte ich was drücken müssen? Ja, ich hätte was drücken müssen. Okay, wir kriegen das hin. Die Frage ist was? Round one, fight. Ah, jetzt wird's actionreich. Muss ich hier wegrennen? Nö. Das ist Cutscene. Da kann ich nichts machen. Ach, ich muss mich zur Seite lehnen. Ah, ich muss ihn scharf stellen. Okay. Ich hab's verstanden. Wie beim Fernsehen. Wir müssen wie beim Fernsehen ihn scharf stellen. Ich hätte jetzt alle Tasten gedrückt, aber es geht wirklich mit... Ich glaube... cool gemacht. Und die ganzen Häuser da hinten, die bewegen sich auch. Wow. Okay, er hat die Macht, ihn zu bekämpfen. Weil er immer die Schemen auch absorbieren konnte. Er ist nicht einfach so kampflos oder machtlos. Er ist wie Sixt. Er kann sich seinen Ängsten stellen. Und das tut er jetzt. Mit aller Macht. Der dünne Mann, der Sinman, hat keine Macht über uns. Noch nicht einmal ansatzweise. Er kann tun, was er will, aber wir sind stärker. Sinman K.O. Mono gewinnt. Jetzt fehlt Mono nur der Sinman-Hut. Das wäre geil, wenn er den jetzt aufsetzen würde. Okay, ich drücke übrigens nach vorne und Mono macht das. Okay, wir müssen nach vorne drücken anscheinend. Ich lass mal gedrückt. Oh, oh. Okay. Und alles wird gerade. Seine Welt wird gerade gerückt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war geil. Das war wirklich cool. Oh oh. Okay, da war der Sinman versteckt. Das erinnert wirklich an das Finale von Teil 1. So von der Bildgewaltig, von der Sprache. Wir gehen rein. Zum 5. Kapitel. In den Signalturm. Danke für den Hinweis, aber es ist klar, wir haben ihn von hinten gesehen. Und wir haben gerade den, der das Signal kontrolliert, der den Fernseher kontrolliert, der die Leute aussaugt, sozusagen. Vernichtet oder zurückgeschlagen. Sucht es euch aus. Wir hören Sixt Musik, die Musik von Sixt, ganz leise im Hintergrund. Ich spiele gleich weiter. Ich möchte 2 Minuten mal Pause machen, ja? Also wir machen eine ganz kurze Pause an der Stelle. Wir sind im Flur. Wir hören ganz leise, ich weiß nicht, ob ihr es gut hört, aber ich höre es auf meinem Kopfhörer sehr gut gerade. Die Sixt-Musik, die ich auch im Pausenbildschirm gerade hatte. Ich glaube, es ist die gleiche. Also die von der Spieluhr. Es wird spannend. Oh, die Tür geht auf. Wir müssen Sixt retten. Wo ist sie? Blend mich aus. Also ganz ehrlich, bei so einer Optik. Oh, wow. Was für eine Bildsprache.
schön, wirklich schön. Okay, das ist nicht schön. Ja, okay. Aber trotzdem, die Bildsprache ist ja cool. Ja, na dann, gehen wir eben hier hoch. Hauptsache, die Treppen bleiben, wo sie sind und werden nicht die Richtung ändern wie bei Harry Potter. Das wäre ungünstig. Ich sehe einen Schatten. Ich frage mich immer noch, wann dieser Teil spielt. Ob der vor Teil 1 oder nach Teil 1 spielt. Ich weiß nicht. Okay, wir können anscheinend nur hier lang. Also jetzt wird's ja lächerlich. Ach, wir sind das. Das ist unser Schatten. Die Musik ist weg. Folge der Musik. Ja, soweit war mir schon klar. Das war mir schon klar, dass wir der Musik folgen. Weil das war ja... Es war auffällig, dass die Musik mal lauter, mal leiser war, mal bevor ich da reingehe. Okay. Es ist die Tür, die dorthin führt. Ich will's nur wissen, weil es mich einfach interessiert. Wartet mal. Hier ist nicht die Musik. Wir landen wieder da. Okay. Hier ist keine Musik. Ich wollte es nur wissen, was passiert, wenn wir es falsch machen. Okay, es ist nicht so schlimm. Wir landen sozusagen nur im Vorbild. Alles gut. So, also hier ist die Musik. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Eigentlich nichts Gutes. Wir klettern wirklich den Turm hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier wird sie wieder laut. Nein? Nein? Hier. Wir sind... Nein? Ist es wirklich diese Musik hier? Also diese Tür, die uns zur Musik führt. Komm, rein. Bist du? Ich sehe auch, warum. Weil es diese Tür hier ist. Kann ich die Tür nur aufstoßen? Ich will da nicht rein. Gut. Die Tür ist ja aber zu. Wie kannst du sie öffnen? Genau so. Genau so. Wir stupsen sie auf und gehen dann durch. Ach, ist cool gemacht. Ist das cool gemacht. Und was für eine Bildsprache, dieses ich klettere die Treppe hoch. Ich steige den Turm hoch. Nachdem man gelernt hat, sozusagen sich seinen Ängsten gerade zu stellen. Ja, also das ist wirklich eine ganz coole Sache. Die Passage da, ich habe nicht geguckt, Entschuldigung. Die Passage, die wir davor hatten, praktisch mit den Fernsehern und so weiter, die war nicht so gut, muss ich sagen. Aber das hier ist gerade wirklich sehr, sehr hübsch. Ich habe nicht hingeguckt, dass da ein Loch ist. Entschuldigung, machen wir. Ich finde ja auch, Bild- und Musiksprache ist ganz, ganz, ganz wichtig in Filmen wie auch im
Insekten spielen. Hä? Jetzt bin ich überrascht. Ich höre nichts. Eigentlich eine ziemlich ekelhafte Wand. Also ich höre schon was. Ich sehe auch sehr wenig gerade. War falsch. Ah, mal gucken. Mal gucken. Wir kriegen das noch raus. Nein, da stirbt er. Ich meine, dieses Brett, was wirklich in der Kamera ist, ist schon... Mir ist es aufgefallen. Keine Sorge, mir ist aufgefallen, dass wir hier natürlich eine sehr, sehr interessante Optik haben. Ach. Ist er stark genug, um... Okay. Er ist wirklich stark genug. Andere Sachen kann er nicht bewegen. An der Stelle konnte er es. Weil dann macht es auch Sinn, was wir hier machen müssen. Wir müssen sozusagen zurück... Kennt ihr das Spiel Control? Da fliegen auch Sachen durch die Gegend. Da flüstert es auch immer brav. Oh, ich höre was stöhnen. Eieiei. Hört sich nicht gut an. Was zum... Wow. Also mal davon abgesehen, dass sie hier fatale Ähnlichkeit mit dem langarmigen Menschen aus Teil 1 hat. Okay. Die Spieluhr ist alles für sie. Cool. Hier schwebt ja alles. Jetzt kommt mein Hilfetext. Wir sind Freund. Wirklich. Hä? Was kann er denn hier machen? Kurz gucken. Die saß ja in der Ecke. Oh nein. Nein, 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 nein. Ganz doofe Idee. Och Gott. Aber sie darf sich nicht in der Spieluhr verlieren. Ich sag doch, blöde Idee. Renn mal. Also Six als Endgegner ist schon cool. Das hat was. Das hat wirklich was. Die Frage ist nur, sind wir im Prinzip nur in ihrem Kopf? Vermute mal.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich habe das Mädchen anders in Erinnerung. Irgendwie niedlicher, kleiner, süßer. Ich hätte loslaufen müssen, als sie sich da beschäftigt hat. Oder auch nicht. Okay, das Warten hatte... war gut. Okay, ich sehe da eine Axt. Axt ist schon mal sehr vorteilhaft, um da reinzukommen. Oh Mann, oh Mann. Was für ein Finale. Die Frage ist, was wir noch tun müssen. Huch, da ist sie ja. Noch eine Spieluhr. Okay. Hey. Okay, sie mag uns nicht mehr. Endboss gegen Six. Sie mag uns nicht mehr. Haben wir eine Idee? Also ich guck mich mal erstmal um. Ich habe eine Idee. Okay, hat geklappt. Nächste Runde. Alle guten Dinge sind drei. Muss gleich wieder laufen. Oder auch nicht? War's das? Das kann's nicht gewesen sein. Okay. Okay, ihre Welt bricht immer mehr zusammen. Okay. Okay. Sie ist flink. Wow. Was für ein Endkampf heute. Was für ein Spiel. Huhu. Ja, sehr gut. Alles nur, um sie zu retten, hoffe ich.